Kehrt Tobey Maguire als Spider-Man zurück? Das ist der Traum von vielen Fans der erfolgreichen Filmreihe. Dank Spider-Man: No Way Home scheint der Schauspieler wieder Blut geleckt zu haben. Er wäre wieder an Bord, würde demnach ein fünftes Mal das Telefon bei ihm klingeln. Laut eines Berichts von Variety erklärte Maguire: Sollten die Leute mich anrufen und mich fragen, hast du Lust vorbeizukommen, um einen Film mit uns zu drehen, eine Szene zu lesen oder eine Spider-Man-Sache zu machen? So könne seine Antwort nur ja lauten. Denn warum sollte ich das nicht wollen? Die Rechte an dem Comichelden hat das Filmstudio Sony Pictures. Das hält sich bislang noch bedeckt, wie es um einen neuen Spider-Man-Teil steht. Der 2021 erschienene Streifen No Way Home hat fast 2 Milliarden US-Dollar eingespielt. Deshalb dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Tom Holland seinen vierten Solo-Auftritt erhält. Auf die Hilfe seines großen Spinnenbruders Maguire könne er demnach sofort zählen. Tobey Maguire schlüpfte ab 2002 dreimal in die Rolle von Peter Parker alias Spider-Man. In Spider-Man: No Way Home kehrte er noch einmal als Comicheld zurück, an der Seite von Tom Holland und Andrew Garfield.